So, nicht praktische Beispiele, sondern was kommt als nächstes? Wir brauchen noch den allgemeinen Logarithmus, der nicht am Taschenrechner ist. Es gibt manche Taschenrechner, bei denen ist er auch drauf. Das heißt also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel habe, 2 hoch x ist gleich, sagen wir mal, was noch leicht ist, 16. Das haben wir auch schon vorher uns überlegt. Ich will also jetzt wissen, was ist das x in der Log-Schreibweise? Das heißt, ich muss also jetzt den Log 2 davor setzen. Log 2 davor gesetzt. Dann schaut es so aus. Das hier kürzt sich. Das x ist also dann der Log 2 von 16. Naja, das habe ich also jetzt hier nicht so eine übermäßige Verbesserung. Wie kann ich mal das ausrechnen? Wenn ich weiß, wie ich den 16 als Zweierpotenz schreiben kann, dann ist es leicht. Dann ist es nämlich Log 2 von 2 hoch einmal ist 2, 2 mal 2 ist 4, 8, 16, also 2 hoch 4, also muss das 4 sein. Die Hochzahl zum Zweierlogarithmus ist hier 4. Aha. Wenn ich das nicht weiß, dann gibt es auch einen Trick. Also wenn ich das nicht so schön zerlegen kann, ich kann auch sagen, x ist dann der 10er Logarithmus von 16 dividiert durch den 10er Logarithmus von 10. Na 10 nicht, hoppala. Von 2. Ich will ja hier die Basis 2 hier haben. Also. Der 10er Logarithmus von 16 durch 10er Logarithmus von der Basis 2. Also Logzahl allgemein, Logzahl durch Logbasis liefert man uns den, wenn wir das so schreiben, Logbasis von Zahl. Also Log zu irgendeiner Basis von der Zahl ist nämlich den 10er Logarithmus von der Zahl durch den 10er Logarithmus von der Basis. Das ginge auch mit dem ln. Also ich könnte auch mit dem natürlichen Logarithmus die Zahl durch den natürlichen Logarithmus von der Basis dividieren. Okay, also einfach ausprobieren. Was ist denn hier der LG von 16? Den können wir also eintippen. Log, der normale Log von 16, ist hier 1,204 und so weiter. Der Logarithmus, der 10er Logarithmus, der Log von 2 ist 0,301 und so weiter. Man sieht schon, das obige ist 4 mal das untere, also da kommt dann 4 raus. Das heißt, im allgemeinen Fall können wir es also so machen, machen wir da einen Rahmen, einen schönen. In den speziellen Fällen tippt man das also mit dem 10er Logarithmus und dem natürlichen Logarithmus, tippen wir also so ein. Gut, jetzt können wir zum Beispielen kommen.